Hallo, herzlich willkommen in meine Easy Sunshine Kitchen. Ich mache eine leckere Joghurtbombe und dafür brauchen wir 400 ml Sahne, eventuell 120 g Zucker, 500 g Joghurt. Da könnt ihr Vanillejoghurt nehmen, dann müsst ihr den Zucker reduzieren oder ihr nehmt einfach Naturjoghurt. Und frische Beeren dürfen auch nicht fehlen. Zuerst wird die Schlagsahne steif geschlagen. Zu der geschlagenen Sahne kommt nun Joghurt dazu. Der wird nun untergehoben und dann gebe ich auch Zucker dazu. Hier müsst ihr aber gucken, wenn ihr gesüßten Joghurt genommen habt, dann braucht ihr eventuell gar keinen Zucker oder nur ein wenig. Probiert am besten und schmeckt es nach eurem Geschmack ab. Nun brauchen wir eine Schüssel. Und auf die Schüssel kommt dann ein Sieb und auf das Sieb kommt ein sauberes Geschirrhandtuch. Und so kommt jetzt die Joghurt-Sahne-Mischung da rein. Dann decke ich das einfach mit dem Handtuch ab und stelle es in den Kühlschrank. Aber vorher streiche ich es noch etwas glatt. Und dann ist es am besten, wenn ihr das über Nacht im Kühlschrank lässt, weil so kann dann genug Flüssigkeit abtropfen und eure Joghurtbombe wird richtig schön fest. Am nächsten Tag vor dem Servieren können wir die Joghurtbombe in eine Schale stürzen. Die Flüssigkeit ist abgetropft. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Meine ist etwas kaputt gegangen, aber das ist nicht so schlimm. Nun brauchen wir unsere frischen Beeren. Ich habe alles schon gewaschen. Ich gebe jetzt einige Erdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren in meinen Blender. Dazu gebe ich etwas Vanillezucker und das ist dann die Soße für unsere Joghurtbombe. Die Soße kommt jetzt einfach so am Rand mit dazu. Und dann lege ich auch noch die Beeren mit dazu. Und so lecker sieht es jetzt aus. Richtig schön, frisch und fruchtig. Ein richtig einfaches und vor allem ein richtig leckeres Rezept. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald!